Hallo! Hi. Willkommen bei der Randalenus. Aufräumstress war wunderbar, aber es gibt sehr, sehr viel zu tun. Was war denn wunderbar? Alles. Na, das 9. Randale Records Meeting. Ich fand es richtig, richtig klasse. Wir sind jetzt, was haben wir, Dienstag, noch immer am Aufräumen. Aber es ist gar nicht schlimm, weil es war ein wunderbarer Freitag hier mit Herberts und tolle Stimmung. DJ Olaf und Martin Green. Herzlichen Dank an die Bande. Haben sie wunderbar gemacht. Tolle Gäste, schon am Freitag ankommen, so wie ich das mir eigentlich immer vorstelle. Dann Samstagmittag. Schöner Schwarzwald. Cornhole-Turnier. Hat allen Spaß gemacht, denke ich. War ideale Bierwetter. Sieht so aus. Wir haben ja da den tollen Biergarten gehabt. Dahinter und beim Bus war's. So sieht es aus. Und ja, was soll ich sagen? Dann natürlich ein tolles Konzert mit Choices. Billy Barfly hat angefangen. Oh ja, dahinter auf unserer schönen Bühne. Mit dem super Zelt. Schlagzeug und so weiter. Schaut euch den Mann mal an. Dann bucht ihn. Hat er mal Choices, Klasse Kriminale und Evil Conduct eh immer eine Macht. Ja. Und wie gesagt, gigantisches Publikum, gigantisch viele Liter Bier in euch drin und trotzdem friedlich ausverkauft war es. Mega war's. Stimmung, kein Stress, kein Ärger, tolle Party, wie es halt sein soll. Sonntagmorgen dann nicht mehr ausgeschlafen, ging es los, 11 Uhr. Da unten beim Eingang kamen sie rein. Scheißegal, auf den Schlaf. Von Minute 1 wurde getanzt. Ich muss noch schön die Tische wegräumen und es war wunderbar, die Steady Tones auf, Keys and Text auf der Bühne zu haben. Rudi Malz. Ja, mich ja. Ja, genau. Coole Kiste auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an alle Helfer, alle Bands. Das tollste Publikum von der Welt. Mir ist jetzt noch richtig so, wenn es nicht so hippie wäre, würde ich sagen, ich liebe euch alle. Ja, passt schon. Okay, gut. Dann super, macht's gut. Ich würde sagen, auf ein nächstes Jahr. Schauen wir mal. Ciao. Bis